So, herzlich willkommen zurück zu Suikoden 3. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich sag jetzt schon mal, ich kann eventuell sein, dass ich zwischendurch weg bin. Das hatten wir schon ein, zwei Mal. Also, dass ihr mich nicht mehr hört für ein paar Minuten. Das liegt darin, dass dann jemand zu mir spricht. Und nein, das lässt sich nicht ändern, weil ich hier kein Studio habe, in dem ich alleine sitze und Geld dafür kriege, dass ich Videospiele aufnehme. Das ist einfach nur, ja, weil hier halt Personen leben und dann muss ich mich damit, ne, bla bla bla. Ich schneide es aber raus, sofern es geht. Also, weil es zu lange wird, wird es rausgeschnitten. Das wäre eine Sprechblase oder sowas, die auf Standbild ist. Bist du bereit? Ja. So bereit, wie ich immer sein werde. Erinnere ich daran, vorsichtig zu bleiben, mein Sohn. Oh no. Das ist ein bisschen so wie eine Katze oder sowas, die gerade eine Wasserspritze abgekriegt hat und du holst nur die Wasserspritzpulle raus, weil sie die Scheiße macht. Und die willst gar nichts von der und die sieht's nur und zuckt gleich zusammen. Was los? Du wolltest gerade diese Sache machen. Ach, wie ich sehe, bist du inzwischen ein Mann. Mehr ein Mann als ein Sohn. Aber du musst mir immer noch versprechen, dass du vorsichtig bleibst. Ich verspreche es. Also, ich sage immer wieder, wenn ich er wäre, ich... Also, ich würde mich von ihr umarmen lassen, aber sowas von. Oh, Hugo, der Sergeant ist bereit. Wen willst du noch mitnehmen? Oh, das ist gut. Dass ich mir das jetzt auch noch aussuchen kann. Wow. Ich liebe es, wenn ich mir Sachen in Spielen aussuchen kann. Das war ja das, was ich bei Suikoden 5 oft angesprochen habe, was mich da sehr oft ärgert. Schön, dass wir hier jetzt eine Situation haben, wo ich es wirklich kann. Ich nehme natürlich Fuba mit, auf dem ich reite. Ich hoffe, das geht auch in der Höhle. Also warum sollte es nicht, aber... So, Mami, ist ein Koch. Ja, nehmen wir den einfach mit als Verstärkung. Ich habe Köche noch nie mitgehabt. Ich weiß gar nicht, was die anbringen. Ob die zwischendurch irgendwie einen Reisball raushauen oder sowas. Also den man dann von Gegnern kriegt. Ich habe keine Ahnung. Habe ich tatsächlich nicht. So, wen haben wir denn hier? Das Wan Fu. Habe ich nicht für einen Furz ausgerüstet. Deswegen nehmen wir gleich schon mal Sanai mit. Dann nehmen wir, glaube ich, aber auch nur, weil sie... Oh, der hat voll das hohe Level, ne? Und dann nehmen wir einfach Moore und Halleck mit, weil wir die jetzt zuletzt auch hatten. Den Wan Fu, den probiere ich dann irgendwann aus. Ich würd den eigentlich sogar Halleck vorziehen, aber ich weiß halt nicht, was der für... Wie es bei dem steht mit geschmiedeten Waffen, Defensive. Hat auf jeden Fall... Ja, dann nehme ich Halleck mit, ganz einfach. Oder? Ich könnte mir seine Punkte auch gleich verteilen, dem anderen Vogel da, ne? Machen wir das doch einfach. Warte. Remove. Ja, ich bin mir eigentlich nicht sicher. Wan Fu. Dann habt ihr nämlich auch gleich noch in dem Video drin, den ihr noch nicht gesehen habt. Easy peasy lemon squeezy. Sohn, bring mich bitte zum Flammenchampion. Das habe ich meinen Leuten versprochen, hat er gerade gesagt. Also muss ich ihn jetzt vielleicht doch mitnehmen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Gut, dass ich dich nicht dazu zwingen muss, das zu tun. Hugo, ich sollte jetzt den Ort oder die Lokation des Flammenchampions-Verstecks mitteilen. Danke dafür, dass du an mich glaubst. Gut, hält es aber jetzt trotzdem nicht davon ab, nachzuordnen. Denn da machen wir beim Einschalten der Leute immer gar keinen Kopf drüber am Anfang. Ich mache es einfach immer, suche mir die schnell aus und dann packe ich sie hier zusammen. Hugo geht auf jeden Fall zu Fuba. Oder Fuba geht zu Hugo, wie auch immer ihr das sehen wollt.
Dann packen wir Sanae zum Sergeant, das ist glaube ich gut. Und Wanfu packen wir hinter Mua, das ist auch in Ordnung. Gut, so. Und warum habe ich jetzt gerade angenommen, ich könnte die Bujutsu-Werte ändern? Bin ich bescheuert? Warum habe ich das gerade gedacht? Habe ich irgendwie im automatischen Kopf, dass ich Juan dabei habe oder was? Und der hat 600 Punkte zu verteilen. Gut, er hat auf jeden Fall schon mal keine Heilung dabei. Das werden wir jetzt ändern. Geben wir ihm doch einfach... geben wir ihm doch einfach eine Medizin B. Weil ihr wisst ja, dass die Mutter der Porzellankiste immer Vorsicht ist. Durch einen kaputt Forest. Hier hatten wir gar keinen Teacher, ne, glaube ich. Oder hatten wir einen? Wir können es ja nochmal kurz abchecken. Aber ich glaube, er zeigt uns vor den Häusern immer an, was wir da alles haben. Deswegen eher nicht so, ne? Rüstung hatten wir genau. Dann hatten wir noch einen Appraiser und... also einen Schätzer und... ja, genau. Schade eigentlich. Gut. Irgendwie habe ich auch keinen Bock, durch den Kaputt Forest wieder zurückzugehen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach den Kram so, wie er ist. Und begeben uns zum Flame Champion Hideout und leben damit, dass Wanfu eventuell volles Brett auf die Fresse kriegt. Das muss es sein. Das muss es sein, was wovon Sana geredet hat. Glaubst du, dass ein Held ein weniger menschlichen Ort auswählt? Ja, sieht vielleicht nicht gerade so aus, als wenn man sich hier so niederlassen würde, aber... Ich bin gespannt. Weggabelung. Die können wir, glaube ich... ah ja, da war ja noch was. Das sind unschöne Gegner, wie ich mal so anmerken möchte. Vor allen Dingen dafür, dass wir keine Magie haben. Oh, die können eine Attacke zusammen. Machen wir doch einfach mal. Also das Gute ist, wir machen mit den beiden ja... oh! Wirklich viel Schaden. Die Viecher müsst ihr euch so vorstellen wie bei Final Fantasy, die Bomber. Also nicht genauso, aber... ei! Kannte ich nicht, weil benutze ich kaum. Und habe ich vor allen Dingen deswegen noch nie zusammen gesehen. Aber die sind auch beide dadurch benebelt. Das ist natürlich toll. Können wir alle den einen attackieren? Das wäre nett. Gut. Greift er sogar nochmal an. Wow, cool. Also ich bin mir sicher, hier gab es auch noch viel schwierige Gegner oder eine große Anordnung an Gegnern. Ich weiß es nicht mehr. Es ist gut, dass es jetzt nur zwei waren. Alter, ey, das ganze Geld, ich frage mich, wo das hingeht, ob das alles zusammenfließt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Später im Spiel. Ich kann nur hoffen, dass es alles zusammenfließt. Auch schade, dass wir jetzt keinen Schmied hier hatten. Also wir sind auf jeden Fall schon mal den richtigen Weg gegangen. So, und da kommen wir nämlich dazu, was unschön ist. Wir müssen den hier platt kriegen, dann müssen wir ganz schnell an die Tussi da hinten ran. Gucken wir mal, was das bringt.
Wenn wir was falsch machen, machen wir was falsch. Okay, das war schon mal gut. Okay, die ziehen Sarge noch. Das war nicht so wirksam, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Aber schön, es nochmal gesehen zu haben. Ja, und wir sollten jetzt alle auf sie gehen. Die können sich auch nur gegenseitig heilen, also naja. Ja gut, okay, dann... Oh, oh. Ja, danke dafür. Blöde Kuh. Wäre auch schön, wenn sie langsam eine Rune hätte, aber das Problem ist ja auch, sie stuft sich ja noch nicht auf. Also, doch, jetzt hätte sie gehabt. Aber wir hätten da auch keinen Runenmenschen im Dings. Na egal, wir haben ja die Wasserrune. Und die können wir ihr dann bald geben. Ja, das können wir tun. Hat sie denn etwas zum Aufladen? Set Medizin C, dann geben wir die mal selbstständig. So, und dann können wir mit dem Sarge nochmal nachladen gleich. Der hatte, glaube ich, sowieso auch weniger Energie, von daher passt das. Und ich glaube halt, die anderen Wege, die wir gehen, da kommen wir eventuell zu Schätzen und sowas, aber die werden dann da sein, halt, die kann man mit den anderen holen. Schau dir das an. Warte, Hugo! Geister. Wow! Und das finde ich auch cool. Das gibt's bei. Das war nämlich auch was ich bei Suikoden 5 meckerte. Du hast nicht mehr die Leute, die du dir auswählst, wenn es nicht storyrelevante Charaktere sind, dann hast du es nicht mehr, dass die zwischendurch auch mal ein Wort sagen. Das war jetzt gerade ein Wort, aber ist ja egal. Man sieht sie auch im Hintergrund. Das hast du bei 5 auch gar nicht mehr. Und das ist was ich mega scheiße finde. Und ich möchte auch gleich nochmal anmerken, ne, weil Leute das oft falsch verstehen, nur weil ich irgendwelche Sachen am 5. Spiel nicht mag, heißt das nicht, dass ich das irgendwie schlecht reden will, schlecht finde. Ich liebe die, wie es aussieht. Und ich liebe die Animation der Figuren und sowas. Das sieht alles super toll aus, aber es hat halt für mich sehr viele Negativfakte. Ne, sehr viele sind es ja eigentlich nicht, eigentlich sind es nur ein paar, aber die für mich gravierend sind, Entschuldigung. Für mich persönlich. So, wo bin ich? Und animiert, so aussieht und animiert ist. Das finde ich geil bei F5, auf jeden Fall. Das ist ein sehr hübsches Spiel. Hätte man auch auf eine Generation, also auf PlayStation 3 hochziehen können quasi. Da haben die Spiele nicht im Ansatz besser ausgesehen am Anfang der Ära von der PS3. Oh. Was macht denn Chris hier? Chief Sana. Was machst du hier? Ja, ich bin der Kisha Chisha Village Chief. Aber ich bin auch der Lebzeit Kompagnon von Jack. Begleiter. Bist du seine Frau? Ja, ich bin so genannt worden. Ich war die Einzige, der es erlaubt war, hierher zu kommen. Und die Einzige, der es erlaubt war, mit ihm zusammen zu sein. Ich wollte, dass du den Weg findest.
Ich wollte, dass du den Weg hierher ganz für dich allein findest, ganz auf dich selbst gestellt findest. Genauso hat er es getan. Und jetzt werde ich dich zu ihm bringen, Jack, dem Flammenchampion. Oh ja, bitte. Sana, das ist der Jack. Derjenige, den ich liebte. This one goes out to the one I love. Was be das bedeutet, sie hat also, als würde eine andere Person das gleiche, dein Timing teilen. Ja, dann sieht das ja jetzt schon wieder aus. Achso, ich zeige euch natürlich die Bio kurz, was da war. Hat das ja schon mal angeschnitten. Also ihr könnt hier zwischen den Chapters, zwischen den Kapiteln hin und her schalten, um jedes Mal zu lesen, was ihr gerade gemacht habt. Ne? Also ein kleiner Story-Rückblick. Ich lasse das hier einen Moment an. Und dann könnt ihr euch das wie immer durchlesen. Tut wahrscheinlich eigentlich nicht Not, weil ihr das ja eh gesehen habt, aber nur, falls jemand interessiert ist halt. So. Wer noch nicht fertig ist mit Lesen, ihr könnt euch das ja pausieren. Also ich glaube, ich habe es lange genug angelassen. So, und jetzt könnten wir uns entscheiden. Spielen wir mit Thomas weiter. Oder machen wir erstmal Kapitel mit den anderen. Also eben hat er ja schon Chris gestanden. Zum Beispiel. Und jetzt können wir überlegen, spielen wir erstmal mit Chris weiter oder eher nicht. Wahrscheinlich sollte ich genau das tun. Ich könnte natürlich auch in die Waagschale werfen, dass wir mit wem anders nochmal ein kleines Stück spielen. Oder ein erstes kleines Stück spielen, damit ihr den auch gesehen habt. Ja gut, und der hat dann ja eigentlich nicht so viel weiteres damit zu tun. Ach, warum nicht? So, ich bin mit den Verarmten hier. Fangen wir jetzt an. Also wird aber nicht lang, weil ich wollte eigentlich nur das. Ich wusste nicht, dass wir so schnell jetzt da sind bei dem Hideout, bei dem Versteck. Und das Kapitel 1 ist ja, glaube ich, nie ein langes gewesen, ne? Oder irre ich mich jetzt? Wie kannst du nur so früh am Tag trinken? Du bist ein nichtsnutziger Idiot. Wer hat dich gefragt? Ich habe dich schon ein paar Mal vor dem Nachmittag fertig gesehen. Aber nicht jetzt. Wir arbeiten. Hast du es? Ich bin der einzige Grund, aus dem du hier quasi tagen kannst. Oder den ganzen Tag ha tagen kannst. Weißt du das? Danke. Was könnten, würden wir nur ohne dich tun? Übrigens. Wer ist der Anführer oder wer ist der Captain? Ist er hier? Ich denke, er ist in einer schlechten Stimmung. Wer weiß? Er ist schwer zu lesen. Ja, da wir ja der unglaubliche Ersatz-Master Chief sind, meint er, sollten wir mal vielleicht hochgehen und ihn rufen, damit er auch ein paar Kurze mit uns trinkt, sozusagen. Ja.
Gott, ich liebe diese Truppe. Also das ist, hatte ich, weiß nicht, ob ich das schon mal angemerkt habe, bestimmt, ne, wir spielen ja schon eine Zeit lang, aber das hier ist meine Lieblings. Also das sind hier meine. Ah ja, das ist ein schönes Bild, das hatten wir, glaube ich, sogar auch schon mal. Das hier ist meine Lieb. Wie sagt man denn? Nicht Lieblingskapitel? Weil Kapitel sind ja alles auch, was danach noch passiert. Sagen wir einfach nur mal, das ist von den drei, die wir am Anfang auswählen konnten, mein Lieblingstrupp. So. Finde ich genial. Habe ich mich gleich, als ich das erste Mal gespielt habe, köstlich mit amüsiert sozusagen. So, jetzt klopfen wir an. Entschuldigung, wenn ich dich störe, Captain. Aber wir haben Nachrichten vom Hauptquartier bekommen. Was sagen Sie? Ich. I quote. Ich wiederhole. Es gibt Gerüchte über den Feuerbringer, dass er sich wieder im nördlichen Grasland aufhält. Bestätige die Situation. Feuerbringer. Achso, die, Entschuldigung. Ich war gerade im Kopf beim Flammenchampion. Ist nur schwer vorzustellen, dass ein Geist von 50 Jahren in der Vergangenheit sich wieder auferstehen könnte. Ja, auferstehen könnte. Was sollen wir tun? Sollten wir diese Anweisung annehmen? Ist nötig, oder? Okay. Ich werde mich gleich daran machen und Ihre Ärsche in Form treten, quasi. Das sollte dabei helfen. Gut, damit sind wir Gedow. Wie ihr seht, ist mein Cash mit Gedow miserabel. Das sind die Charaktere umso reicher. Die Formation, die könntest du, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die könnte man so lassen erstmal. Obwohl ich eigentlich Jack immer zum Joker stelle und die Queen alleine kämpfen lasse. Also für den Anfang meine ich jetzt. Aber lassen wir es erstmal so. Und gucken wir mal, was die so haben. Die haben gar keine Items. Wie Hugo gleich am Anfang. Der hat auch gar nichts. Haben ihre Aufladesachen halt equipped. Installiert. Nein, war ein Spaß. Ja. Wie soll es uns möglich sein, diesen Feuerbringer, dieses Feuerbringer-Gerücht auszukundschaften? Ja, lass unsere Köpfe zusammenstecken und machen dann einen Plan. Unter uns fünf sollte wenigstens einer in der Lage sein, eine gute Idee zu haben. Brainstorm ist nicht so meine Sache. Bei mir sieht es genauso aus. Oh, komm schon. Oh. Warum muss ich hier eigentlich immer alles selber machen? Ja, wenigstens haben wir jemanden, der uns anführt. Das Feuerbringergerücht kommt aus dem Gerücht von Ixay. Das ist nah an der Graslandgrenze. Und wenn wir es erst einmal, wenn wir das erst einmal vorbeigekommen sind, landen wir im Lizard-Clan-Territorium. Und dann sehen wir uns um. Das nennst du eine Führung? Naja, am Ende ist es besser, als wenn wir ins Grasland ziehen, ohne irgendetwas. Und anbei können wir
wahrscheinlich darauf auf die Informationen zählen, die Knight uns gegeben hat. Ich stimme zu. Ihr seht schon, der gute Jacques, der redet nicht gerade viel. Ja, okay, ich denke, wir sollten einfach gehen. Okay, dann ist es entschieden, Captain. Wir sollten uns direkt aufmachen. Jetzt? Natürlich. Wir müssen gehen. Jetzt. Oh, endlich haben wir eine Mission. Es hat mich alles gekostet, den Captain davon zu überzeugen, dass wir gehen sollten. Er hat es angenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass du eine Inspiration wärst, Ace. Entschuldige bitte? Du denkst also, du wärst ein besseres Beispiel, während du den ganzen Tag auf deinem Arsch sitzt und trinkst? Hört jetzt damit auf, ihr zwei. Wir sollten gehen.